Hallo, hier ist Katharina und das ist ein Video zum Thema Business Klarheit. Es ist eine Antwort auf ein E-Mail von einer Kundin mit der Frage, wie viel klarer muss es denn in meinem Business noch werden? Und ihr aktuelles Resümee ist, in meinem Business geht es ums Thema Klarheit. Das ist schon mal super. Also nicht so ein allgemeiner für alle Lebenssituationen Coach zu sein, sondern ein Coach zu sein zum Thema Klarheit. Das ist schon mal ein super erster Schritt, langt aber vermutlich nicht aus. Und ich werde ein paar Dinge sagen zum Thema Nishing, Positionierung und Zielgruppe, warum das so wichtig ist und warum das so schwierig ist und warum das eine echte Hürde ist. Vielleicht mal, und wir haben heute einen Gast, mein kleiner Besuchskater hier, sitzt hinter mir und schnurrt und ist beim Video mit dabei, nicht wahr? Gut, ja, mal ganz simpel, schauen wir mal auf die großen Konzerne. Die großen Konzerne, die ein Milliardenvermögen haben, um Werbung zu machen für x Produkte, zum Beispiel Audi oder VW oder BMW. Die haben sozusagen ein ganz, ganz klares Profil. Wir machen super moderne, hochtechnologische Autos, Tesla. Wir machen das innovativste, energiesparendste Sci-Fi-Zeug, das auf dem Markt zu haben ist. Volkswagen, wir machen Autos für normale Leute, Familienautos, leistungsfähig, widerstandsfähig, nicht so reparaturanfällig, geräumig, dauerhaft, ne? Also die beziehen eine klare Position und man hat die Erfahrung gemacht, wenn Firmen, also ich spiele auch bei Auto, ich glaube bei Chrysler gab es irgendwie so eine Untersuchung, wenn Firmen, die sehr, sehr klar sind mit ihrer Position, wenn die anfangen, ihre Nische zu verlassen und zum Beispiel zum Beispiel Chrysler hat, glaube ich, irgend so was Volksnahes dann gebaut, dass es nicht unbedingt einen Crash gibt, aber einen Verlust und eine Schwierigkeit, eine Turbulenzen für die gesamte Firma. Also nicht nur dann für die Luxusautos, sondern dann auch für die einfacheren Autos. Und hat man erlebt mit Cola und mit Wasser, wenn die anfangen, ihre Produktpalette zu erweitern, dass das selbst bei so großen Firmen, die weltweit etabliert sind, dass das immer in Turbulenzen führt. Also das ist machbar, die haben einen Haufen Geld im Kreuz und kaufen alles Mögliche auf. Ich meine, da ist ganz viel Unschönes dabei, aber selbst bei Riesenfirmen sind es keine einfachen Transite, sozusagen aus dieser hochfokussierten Nische rauszugehen. Das ist zum Beispiel ein Grund, denk zum Beispiel an Unilever, die produzieren viele ihrer eigenen Konkurrenzprodukte. Die machen zum Beispiel, ich glaube, Pampers. Nagelt mich nicht fest, aber Unilever produziert sehr viele eigene Konkurrenzprodukte. Pampers und produziert dann irgendwie die Recycling-Bio-Windeln auch, ist aber nicht erkennbar, wenn du nicht irgendwie entweder das super, super Kleingedruckte liest oder weißt, wer hinter diesen Firmen steckt. Also wenn Pampers sozusagen die weißen Windeln und die Bio-Windeln wie Pampers Bio machen würde, sehr viel schwieriger als eine eigene Marke zu machen, die sich selber positioniert. Also es ist für deine Kunden sehr viel einfacher, dich zu finden. Und wenn du mal so ein bisschen guckst, ich denke, Coaching ist ein schwieriges Business. Es ist nicht einfach, damit sein Geld zu verdienen. Und es gibt einen Ozean an Leuten, die Live-Coaching machen, die sich irgendwie zum Beispiel sagen, okay, ich mache das Thema Klarheit, aber dann alles Mögliche. Soll ich meine Schwiegermutter konfrontieren? Soll ich den Job wechseln? Soll ich Radieschen anbauen oder lieber Rosen? Soll ich nach Italien ziehen? Oder Und selbst wenn das machbar ist, zum Beispiel mit einer Coaching-Ausbildung Leuten durch solche Entscheidungsprozesse zu helfen, gehst du in diesem Ozean an Coaches unter. Also es ist sehr viel einfacher, dass Leute sagen, boah, das finde ich spannend, was die macht, genau das brauche ich, damit stecke ich fest, anstatt zu sagen, wofür brauche ich Coaching. Ne? Also du bist profilierter, du bist professioneller und klarer erkennbar, du ragst aus dem Ozean raus. Dann gibt es eine ganze große Latte an Vorteilen für dich selber. Wenn du super, super spezifisch wirst, zum Beispiel ich arbeite auch mit dem Thema Klarheit, aber ich habe das schon sehr, sehr runtergebrochen. Ich arbeite mit Klarheit an einem einzigen Transit und der Transit ist, wenn wir in die Phase des Nebels eintreten mit unserem Business und ich helfe Menschen Klarheit zu finden, wenn sie dem Nebel begegnen, diesen Transit zu machen, rauszukommen, klar zu wissen, das mache ich und die Angst zu verlieren, darüber zu reden.
Und dann habe ich eine sehr präzise Zielgruppe. Ich arbeite mit Menschen, die die neuen Paradigmen auf die Erde bringen, mit Visionären, mit den Weltverbesserern, mit den Rebellen, mit den Leuten, die tief beseelt sind. Die meisten haben ein Soul-Business, also Visionäre, Soulpreneure ist meine Zielgruppe. Aber wenn zum Beispiel einer nur ein Soulpreneur ist, aber im Prinzip seine Motivation ist, ich will ein Prestigeprojekt machen oder ich will einen Haufen Geld verdienen, ist die falsche Zielgruppe, es begeistert mich nicht. Ich bin selber durch eine Zeit gegangen, wo ich super genau wissen wollte, wie funktioniert es mit dem Geld. Ich habe das total gelernt, wahnsinnig viel Geld verdient. Aber das, was mich jetzt motiviert, ist, diese neue Erde hier zu kreieren und neue Werte herzubringen. Gemeinschaften, Kommunikation, Klarheit, Tiefe, Mut, Wahrheit, Transparenz, neue Wirtschaftsformen, neue finanzielle Systeme. Das begeistert mich, das motiviert mich, morgens aufzustehen. Und morgens aufzustehen für jemanden, der sagt, ja, ich muss ein Prestigeprojekt machen, macht mich nicht happy. Also selbst wenn ich es kann, aber es macht mich nicht happy und es bringt nicht das Beste in mir zum Vorschein. Und wenn ich klar bin, also wenn ich quasi diese kleine Facette von Klarheit definiere, verzettel ich mich nicht. Gestern hat mich jemand gefragt, ob ich zum Beispiel mitarbeiten will in einem Projekt für Frauen, die wieder einsteigen in die Corporate World und da irgendwie Coachings zu machen zum Thema Klarheit. Da muss ich überhaupt nicht überlegen, das ist weder meine Zielgruppe, noch ist es der Prozess, den ich begleite. Und selbst wenn wir die einen Haufen Geld zahlen würden, das bringt nicht das Beste in mir zum Vorschein. Und das macht mich wischiwaschi. Das ist so wie, wenn Cola anfängt, Wasser zu verkaufen und Orangenlimo. Also es hilft mir, sehr präzise Landkarten zu erstellen, zu sagen, über diesen Aspekt, über diesen Transit weiß ich von A bis Z, kenne ich jede Ecke. Die kann ich minutiös beschreiben und da erkenne ich jede Bewegung, wenn jemand durch diesen Transit geht, wo jemand da steht und wo er festhängt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich coache irgendwie alle möglichen Klarheitstransite, ist es sehr viel schwieriger zu schreiben. Ich muss selber durch so viel mehr Entscheidungsprozesse gehen. Meine ganze Kommunikation wird so viel schwieriger und ich bin so viel schwieriger zu erkennen. Und es ist so viel schwieriger für jemanden zu verstehen, mit der Katharina muss ich arbeiten, weil genau an dem Transit stehe ich. Deshalb meine Einladung, also wenn du zuerst mal weißt, Klarheit ist dein Thema, breche es noch runter. Es ist sehr schwierig, das ist ein Moment, wo wir unsere Mentoren oft nicht lieben. Es ging mir genauso, wie mein eigener Mentor war der Meinung, meine Nische wär idealerweise Starseeds, also die Leute, die sich verbunden fühlen mit anderen Galaxien, anderen Dimensionen. Das ist eine Zielgruppe, die ich total gerne habe, weil ich einen eigenen Bezug dazu habe. Und ich habe gemerkt, so, es war ein echtes Ringen. Ich war eigentlich sauer auf ihn. Er war wahrscheinlich sauer mit mir, so, wieso verstehst du das nicht? Und ich habe gemerkt, so, nein, das, was mich quasi morgens vom Bett aufstehen lässt, ist die neue Erde und das Visionäre. Und an dem Punkt ist es total wichtig, quasi Dinge nicht persönlich zu nehmen, wenn dir ein Mentor oder ein Coach sagt, hey, ich weiß nicht, mach's noch genauer. Ist also ein schwieriger Übergang. Und mir fällt zum Beispiel ein, ich hatte ja ein Modelabel für große Größen. Ziemlich crazy Projekt. Und ich wollte ein Imperium machen. Ich wollte irgendwie Abendkleider produzieren und T-Shirts und Jeans und normale Hosen und Mäntel und Jacken und weil ich von so einer Weltretterperspektive kam und ich wollte super gerne ein Imperium haben. Und alle möglichen Leute, meine Freunde, haben auf die Augen verdreht und ich war sauer, weil ich dachte, wieso können die quasi diesen Teil in mir nicht sehen und wieso unterstützen die Vision nicht? Und rückblickend wäre es so viel einfacher gewesen zu sagen, ich mache nur T-Shirts am Anfang oder Hosen oder Jeans, völlig egal, aber ich nehme ein Ding und das perfektioniere ich und von dort aus wachse ich organisch. Damit hätte ich mein Budget total geschont, damit wäre die ganze Sichtbarkeit sehr viel einfacher geworden. Damit hätte ich Feedbacks von Kunden sehr viel einfacher integrieren können, die sagen, oh, das finde ich noch toll und das finde ich toll und das finde ich toll. Und anstatt dann irgendwie 30 verschiedene Dinge zu entwerfen,
sagen, ah nein, ich mache nur das, aber das mache ich zum Beispiel richtig perfekt. Das ist für einen Solo-Unternehmer das goldene Tor und sozusagen das richtige Ding finden, das uns begeistert, das uns hilft, mit unseren Widerständen umzugehen, das uns motiviert, aufzustehen und wirklich gut zu werden. Ja, ein letztes Ding noch zum Schluss. Visionäre und Solopreneure haben es dann am einfachsten, wenn wir also wirklich verkörpern können, was wir in die Welt bringen. Und das hat deshalb ganz oft mit unserem eigenen Weg zu tun. Und zu sagen, ich mache zum Beispiel diese Facette von Klarheit, weil das meine eigene Erfahrung ist. Deshalb kenne ich das so gut. Das habe ich selber gelernt, jenseits von meinen Ausbildungen. Das hat noch mehr Power. Also das wäre noch eine Anregung. Nimm deine Zielgruppe und nimm deine Facette von Klarheit so nah, wie es geht, zu dir selber. So, dass du von deinen eigenen Erfahrungen sprechen kannst und nicht das Gefühl hast, oh, die werden das ja irgendwie, die werden sich denken, was habe ich denn dazu zu sagen? Ich komme ja nicht aus der Branche, ich habe da nie gearbeitet, das war nie meine eigene Situation. Also nimm, schau, welche Aspekte kannst du wirklich tief mit dir verknüpfen. Ich weiß, es ist kein einfacher Transit. Ich habe das an mir erlebt. Das war super schwierig. Ich habe ein halbes Jahr nichts anderes gemacht mit einem Mentor wie dieses Niching und Positionierung. Mein eigener Buddy, den hat's da, mit dem ich in dem gleichen Training war. Wir waren zu 12. ein halbes Jahr nur Niching und Positionierung. Unser Mentor hat ihm dann empfohlen, aha, du könntest zum Beispiel, das war einfach ein Vorschlag, du könntest zum Beispiel mit der Yoga-Community arbeiten, mit der Yoga-Gemeinschaft. Und er hat es überhaupt nicht für sich am Radar gehabt, also das ist nicht meine Zielgruppe, und war dann total angepisst und ist innerlich ausgestiegen. Das ist eine Zeit, in der es super wichtig ist, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Also den Mut zu haben, präzise zu werden, es runterzubrechen, dich anregen und herausfordern zu lassen und auch ein Feedback einzustecken, zu sagen, das ist noch zu allgemein, damit sehe ich dich am Horizont nicht herausragen und klar verständlich Position beziehen. Es ist ein Tanz, es ist ein schwieriger Transit und es ist eine der wichtigsten Transite, die wir machen müssen, denn wenn wir mal klar sind, was wir wirklich tun, das ist so eine Erleichterung in allen Texten, die wir schreiben, in unserer Kommunikation, in unseren Entscheidungsprozessen. Also das ist eine Riesenlast, die von den Schultern fällt, wenn wir das mal genagelt bekommen. So, ich hoffe, das war hilfreich. Tausend liebe Grüße, Katharina.